So, und damit herzlich willkommen zurück zu F1. Wir fahren heute das Rennen in Miami. Bin gespannt, was geht. Qualifying gut. Ich 4, Dommel 11. Ja. Und jetzt hoffen wir mal, dass das was wird hier. Dass wir hier nicht verkacken, dass das geil wird. So, und jetzt geht's los. Ich wünsche ganz viel Erfolg und Spaß an alle. Liked das Video und geht dann weg. Lol. Du hast eine Durchfahrtsstrafe. Dir wurde eine Durchfahrtsstrafe auf. Hauptsache liken. Ich meinte natürlich Hallöchen, herzlich willkommen. Wir sind wieder da, ne? Schön, viel Spaß an alle, viel Glück. Ja, ebenso. Scheiße, bin zu spät losgefahren. Oh, Leclerc steht auch gefühlt beim Start. Ja, alles klar. Fahr mich fast in die Wand, Sergeant. Dort schon mal überleben, das ist gut. Ja, wild. Da vorne wird schon ordentlich gefightet. Don't throw the car away. Sagt er und hat einen Querschläger. Nice. Der Start war okay. Jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in der Nähe ausmachen. Achter, sehr gut. Jetzt an Russell dranbleiben. Ah, okay, wir nähern uns zum Boxenstoffenster. Perfekt. Okay. Nur noch 3,5 Milliarden Runden. Warte, mal gucken. Nee, tatsächlich nicht. 4 bis 13. Lol. Wow. Geil. Boah, kranker Kampf mit Bottas. Uiuiui. Ui, ui. Bottas kostet uns nur Zeit. Ist mal wieder ein richtig schöner Teamkollege-Move. Mitten in den S-Kurven da einfach mal reinhalten irgendwo. Klappt bestimmt. Ja, eigentlich müsste es ja auch Core sein, der Zeit kostet. Ja, lol. Ja, Russell, Alter, ich bin auch da. Da habe ich keinen Überschuss. Ja gut, wenn kein Platz ist, musst du halt abbremsen, ne? Also. Ja. Ja, aber mitten auf der Geraden, Russell zieht halt einfach so nach rechts. Weil, ja, lol. Bist du eigentlich da gerade so rangezogen, Alter? Ich weiß es nicht, ich hatte voll den Überschuss. Kranker Salat, ey. Weil der Motor ist eigentlich komplett scheiße. Weiß ich gar nicht, was da los war. Weil Renault ist der schlechteste Motor von Saisonbeginn an. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Ja. Sie können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Ah, eine alternative Strategie. Okay, gut, dass ich keine alternative Strategie habe. Perfekt. Das ist ja eine coole Strategie. Ja, wir haben eine alternative Strategie. Du findest sie auf der Multifunktionstafel. Fahr mal in die Box, dann können wir kurz drüber besprechen. Wann du denn stoppen willst. Krass, ich komm zwar ran, aber es reicht nicht zu überholen. Dein Motor ist echt gestört. Ja, der ist ganz nice. Obwohl ich DRS und überholen hatte. Ach, beides sogar. Ja. Guck, und ich komme hier sogar wieder an die Spitze ran, immer an der Geraden. Das ist voll krass.
völlig gestört. Guck mal, wie ich direkt ziehe am Anfang immer. Ja, das ist gestört, ist das. Dafür ist meine Aero am schlechtesten von allen. Ja, das ist natürlich doof. Und im Infield kommst du halt ran, wie Sau. Boah, Piastri und Hamilton richtig am Fighten, Alter. Oh, Hauptsache Piastri gerade einfach vor Hamilton gewesen die ganze Zeit. Ist immer noch. Ah ne, ist nicht mehr. Diese Runde geht's in die Box. Na, am Arsch, Alter. Jetzt schon. Ja, weil die Strategie verbuggt ist. Der will dreimal Soft und am Schluss Medium, genauso lang wie Soft. Lol. What the fuck? Ja gut, aber vielleicht ist die auch gar nicht verbuggt. Vielleicht hat die einfach Ferrari gemacht. Ja, stimmt, das könnte sein. Jalla! Die würden das so machen. Weil dann ist die auf einmal... Oh, dann ist die auf einmal ganz schön sinnvoll, die Strategie. Na, jetzt habe ich natürlich verschissen hier. Ja, aber keine Chance. Ich komme nicht ran, du ziehst weg. Am Ende gerannt bin ich dran, aber es wird nicht reichen. Oder vielleicht doch? Ja, aber es ist viel zu risky, da jetzt so reinzuhalten. Keine Chance. Es reicht nicht. Weil wenn man da jetzt irgendwo reinbuttert und einen Deep Dive macht, dann kostet man halt beiden so viel Zeit. Ja, ja. Da bist du zwar am Platz weiter vorne, aber kriegst den Rest nicht mehr. Macht halt gar keinen Sinn. Oh, Pinöppel abgeräumt. Oh, der klemmt irgendwo unterm Auto, das Lenkrad vibriert. Oh, scheiße, gar nicht gut. Jetzt ist er weg. Alter, wie du wegziehst! Krass, ne? Alter, obwohl ich überholen anhab, ziehst du weg! Also ich habe keinen Überholen angehabt jetzt. Das ist ja krass. Nur beim Exit kurz. Alter, dein Motor hätte ich gern. Ich glaube, ich wechsle zu Ferrari-Motoren am Ende der Saison. Boah, nice. Einfach Ferrari wechseln so. Piastri Zweiter. Ich glaube es nicht. Ja gut, Hamilton ist in der Box. Ja, aber trotzdem, Alter. Der hat hier vorne nichts verloren. Der hat das schlechteste Auto gefühlt. Ja, ich glaube, das zwei schlechteste, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube nur Alpha Tauri ist schlechter. Oh mein Gott. Exit verkackt. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 1,6. Ich genieße das DRS. Ich fahre mit dir mit. Und lass mein DRS aufladen währenddessen. Ich bin fast im DRS-Fenster bei Piastri, Alter. Komm schon, Mann. Dir, der kann nix. Das sieht man, deswegen fährt er auf den zweiten, weil er so wenig kann. Ja, es ist einfach nur... Irgendwas stimmt da nicht. Ja, genau. Einfach wieder alles schön reden. Oh, das stimmt doch nicht! Something's wrong. I can feel it. Er geht in die Box. Aber noch schön DRS mitgenommen. Sehr gut. Verstappen komplett am Wegknallen, 5 Sekunden Abstand. Ja, ist ja klar. Ich glaube, jetzt geht es. Ja, jetzt geht es. Jetzt wiederhole ich mich. Oh! Du bist so doof. Weil du geruckelt hast, deswegen. Ach so. Jetzt scheiß geruckelt. Oh, ich habe auf dich geguckt. Oh! Uiuiui, Deep Dive. Holy shit. Alter, war das knapp. Gut, dass ich noch mal länger gebremst habe gerade. Ja, Gott sei Dank. Aber ich ruckel doch nicht seitwärts. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, du musst halt einfach nicht gegen die Wand fahren. Das wäre der Beste. Ich hatte Schiss, sagen wir so. Ja gut, dann einfach mal gegen die Wand fahren, das passt ja. Ja, ist ja noch alles dran. Ja, eben, hätte ja auch gar nichts passieren können. Ja.
alles gut. Eben. Oh nein, nicht schon wieder. Gott sei Dank, jetzt hätte ich gerade gedacht, ich fahre wieder mit 2 km gegen die Wand und nicht alles deine Bremswege, Alter. Was habe ich meine Boxenrunde gemacht? Ich glaube 9. Du wirst mit ja, Elsa. Holy fuck. Das war knapp. Abstand ja. Zum vorausfahrenden Auto 1,6 Sekunden. Wie viel fährst du so ohne DRS überholen? 3,20, 3,26. Ja, okay, ich auch tatsächlich. Aua, ey, Digga, hä? Hamilton, Russell ist in, fährt einfach raus, tut's. Ja, das hat man mir vorher auch gemacht. Einfach so nach rechts. Weil YOLO. LOL. Weil ich hab Bock nach rechts zu fahren, ich fahr nach rechts. Och Digga, ey, ich hasse es. Was los? Also wenn 150 Meter nicht reichen, dann weißt du auch nicht. Also ich bremse okay, kurz danach sogar. Und es reicht mir easy. Ich könnte gefühlt noch später bremsen. Aber mag ich nicht, weil das kann. Welche Strecke kommt hier danach? Weiß ich nicht mehr. Okay. Sei vorsichtig. Wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt für dich offen. Gerade so erwischt den Bremspunkt. Boah, Alter, der Kerl drückt sich ja hart raus. Ja. Krass. Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,1 Sekunden. Hui. So, ab in die Box. Ja. Die Reifen sind langsam futsch. Ja, 45. Ja, bei mir 41 vorne links. Ja. Oh. Wo ist die Linie? Hier. Und Strafe. Alter. Du, echt nein, jetzt? Quatsch. Alter. Optimal. 2,3. Los, gib Gas. Boah, Alter, exakt hinter dir raus. Ich auch 2,3. Sehr krass, habe ich Zeit gut gemacht. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel. Alles klar. Okay. Einfach du Ghost. Alter, ja, Digga! What the fuck? Was war das jetzt?
Digga, ist das beschissen, Alter. Hast du jetzt Damage? Ja. Ey, ist das Spiel... Du ghostest? Und in dem Moment, also ich war halt so in dir drin, wo du halt raushörst, hörst du auf zu ghosten. Bam, Damage. Digga, das Spiel ist einfach so wasted, Alter. Ey, ist das bekloppt. Ach, Alter, ey. Und jetzt, wie Damage, wie viel? Ja, dass du gelb, rein musst, oder? Dunkelgelb, also eigentlich schon. Ach, Digga, ja, fahr mal nicht rein. Was ja, geht denn jetzt? 354, was ist los mit dem Ding? Ach so, du hast DRS gehabt, oder? Ja. Also ich rieche jetzt halt gefühlt. Ja, aber fahr lieber nicht rein, Digga, das ist ja... Ja, keine Chance. Weil dann bist du Letzter. Gut, das ist jetzt leichtes Fressen für mich. Vor allem, warum ghostet das, ey? Das ist... Digga, das ghostet, ich kann einfach easy durchfahren. Es ist so für den Arsch. Das ist komplett dämlich. Du warst trotzdem bessere Aero, das heißt, jetzt hast du so meinen Aero-Stand wahrscheinlich. Okay, krass. 16,2 Sekunden. Das geht tatsächlich, ich merke das gar nicht so heftig gerade. Ja gut, ich meine, wenn man eh schon scheiße fährt, ne, dann... Hey, was soll das? In den Kurven musst du halt wahrscheinlich aufpassen hier wie Sau. Ja, genau. Bisschen langsamer als sonst normal. Boah, Hermann, ja, genau. Schon. In diesen schnellen, engen Kurven. Klar, und ich komme nicht ran mit der ERS. Alles klar. Ja gut, meine MGU ist halt komplett am Arsch da. Wo ist die? Ja, 60 oder was das waren vorher. Oh, 62 Scheiße. Jetzt. Gar nicht geil. Deswegen pumpt er nicht mehr so hart, der Motor. Ja. Da ist das Überholen nicht mehr so krass. Ja, weil der dann nicht so Endgeschwindigkeit hat. Naja. Oh ja, lol. Und 350. Gut, gut gemacht. Schön überholt. Sehr gut. Ja, so ging es mir gerade eben auch. Ich bin auch 354 gefahren, als ich gewollt habe, aus der Box raus. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,6 Sekunden. Oh, geil. Oh mein Gott, oh, ey. Oh yeah. Ja. Ich liebe es. Ist das geil. Alter, macht das Spaß. Das sind die Momente, die wir wollen. Ja, genau die. Oh, Perez mischt sich ein und fährt mir voll in die Karre. Ich bleib aber dran. Oder? Ich bin aber wieder vorbei. Oh mein Gott. Alter. Was denn, muss nicht vorbei. Wenn der vorbei ist, dann sind wir, ist er vorbei. Ja, gut, dann kann ich aber nichts machen jetzt. Ich kann ja nicht ihn aufhalten. Wir sind ja keine Teamkollegen. Alles klar. Och Mann, diese KI. Och Mann, jetzt versau's mir doch nicht so. Wieso? Perez. Du Schwanzgeburt, Alter. Damage, oder? Hä, hey, natürlich, wie Sau. Ach Mann. Warum fahren die? Ey, guck mal. Ey, dann hast du mal, du hast jedes Rennen mal so eine halbe Minute richtig geile Action. Und dann kommst du die und dann kommst du die KI. Wir brauchen noch der. Und hält einfach voll rein. Mann, ist das bekloppt. Ich will auch mitspielen. Und fährt dir voll in die Kiste. Wieso geht Hamilton an die Box? Weil die dumm sind, weil die Strategie umsetzen, die ich vorher gepredigt habe. Dreimal Soft, einmal Medium. Schön, Perez fährt auch nochmal rein. Hauptsache, er hat mich vorher nochmal weggedreht gerade. Hä? Ach, Digga, was für ein Schwanzlutscher, ey. Boah, sorry, dass ich da so... Aber es ist einfach für eine Last, Alter. Die Wichser, diese Fotzen, die hässlichen Fickgeburten da bei Codemasters, die nichts kriegen, Alter.
Die haben bestimmt alle keine Lire hier von ihren Eltern gekriegt, deswegen müssen sie es an den Spielern auslassen. Alter. Die geben dem Spiel keine Liebe und sagen dann, guck, genauso waren unsere Eltern zu uns. Boah, ey. Jetzt fange ich hier an zu schwitzen wie Sau, weil Josi die Heizung voll aufgedreht hat, dass der Teig aufgeht. Oh, scheiße. Ich sitze hier mit einer Heizung auf 5, Alter. Was? Heizung im Sommer auf 5, alles klar. Ja, der Teig muss aufgehen und ich sitze jetzt hier und diffundiere, Alter. Alter, boah, meine Hände schwitzen so hart, ich bin gerade vom Lenkrad abgerutscht, lol. Studio kurz hier runterbauen, hier unten spielen. Genau. Und dann wieder hochbauen. Oh! Ja, kannst du so überhaupt fahren mit dem Damage? Digga, ich komme ja schon ran wieder. Ja, das meine ich ja, deswegen frage ich. Ah ja, ich hatte ja gerade 7 Sekunden zu dir oder so, jetzt habe ich 4,5. Aber was zum Teufel? Na, ich muss halt iRacing Mode machen hier, aber das ist halt für den Arsch. Und doch nicht mit Damage, Alter. Guck, dass du die Karre nach Hause bringst. Ja, mach ich. So wie ich? Ich bin doch gerade auf dem Weg nach Hause. Piastri fährt auch rein. Ja, sehr gut. Gut, dass die Strategie machen. Jetzt warten wir auf mich, dass wir wieder betteln können. Ja, kommst eh ran. Beim iRacing-Modus. Ja, ja, fahr schön weiter. Aber das war saugeil. Bitte mehr davon. Ja, aber weißt du, dann kommt das Spiel so dazwischen. Digga, ich denke an also. Ich wollte es gerade sagen, Digga. Ich wollte es gerade sagen. Digga, ich wollte gerade sagen, ich denke da immer an PC2 zurück. Ja. Wie wir da in Bamok, du dein Ferrari, ich meine Corvette und wie wir da durch die Nacht geballert sind, wie die besenken. Ja. Ja. Oh, das war die Zeit. Das geht aber auch nur zu zweit alleine. Mit einer guten KI, zum Beispiel der von Autoschmobi, ist das richtig gut machbar. Mit allen. Ja. Aber hier ist das halt so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, da muss man halt echt, man muss halt auf die aufpassen. Ja. Das ist wie, als würde man mit kleinen Kindern spielen. Man muss halt einfach ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Idioten. Ja. 10 bis 15 Minuten Regen, ich glaube nicht, dass uns das noch trifft. Nee, glaube ich auch nicht. Und jetzt so pff. Komplett Schauer. Tornado über die Strecke. Alle Autos fliegen weg, außer ich gewinne. Genau. So wird's laufen. Ich entkomme dem Tornado. Sehr gut, ich komme an Ocon ran. Eine Sekunde aufgeholt innerhalb von 3 Kurven. Ich glaube, er hat sich gerade Vollgas in die Kurve geruckelt. Der hat auch safe Damage, ansonsten ist er nicht so langsam. Hamilton, alles klar. Ja gut, der hat jetzt wahrscheinlich frische Softs. Ja, hat er. Ja, gut, ja, stimmt. Dann ist klar, dass er rankommt. Ah, er hat 14 Sekunden zu mir, also. In etwa 10 bis 15 Minuten Regen. 10 bis 15 Minuten Regen, ja, passt schon. Digga, ich komm nicht ran an dich, Alter. Wieder 4,5 Sekunden, es ist. Das kannst du vergessen, du. Ja, das ist scheiße, ne? So, ich bin gleich dran an den Core, Alter. Den schnapp ich mir. Dann tut mal schön betteln, dass ihr Zeit braucht, dass ich da noch rankomme. Ich will doch auch. Du willst doch auch. Ja, ich will doch auch spielen mit dir. Es kommt auf ihn an. Es kommt auf dich an. Geh doch mal vom Gas. Ja, genau. Ich gebe jetzt hier meinen Rennen auf, nur damit ich mit dir betteln kann. Ja, eigentlich schon. Würde ich jetzt schon erwarten von einem guten Freund. Jetzt bremst ihn aus, dass er seinen Frontspoiler verliert. Oh, shit. Viel zu spät gebremst. Ja, das ist halt immer das bei dir mit DRS. Gib Gas, Junge! Ich kaufe ihn mir! Kannst du doch gar nicht leisten. Oh, der hat die Damage! Cut Damage! Oh. Engine! Problem with the engine. Geil. In Köln, Alter. Ja. Der Klassiker, Alonso 2015 und 2016. Engine.
Ja. Problem, Problem. Yeah, the car feels good, much slower than before. Amazing. Amazing. The engine feels good, much slower than before. Amazing. Da musst du dich doch als Engineer dann auch richtig am Arsch fühlen, wenn der Fahrer sowas sagt. Oh, Nick de Vries! Oh, bitte Safety Car! Nein, bitte kein Safety Car, sonst sind die alle wieder dran hinter uns. Weiß ich nicht. Wie weißt du nicht? Wenn jetzt Safety Car kommt, dann sind die alle wieder da. Dann holen die alle auf, ja, wenn die in die Box gehen. Und dann haben sie alle frische Reifen, die haben ja eh alle frische Softs. Die müssen aber eh nochmal Medium fahren. Außer Verstappen wahrscheinlich. Weil der die Strategie gedribbelt hat. Ja. Gelbe Flagge. Gelbe Flagge. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flagge. Ah, er hat sich gut geparkt. Da braucht kein Safety Car. Da brauchen wir kein Safety Car. Grüne Flagge. Komm, jetzt geh doch ein bisschen vom Gas, dass wir in den letzten drei Runden noch battlen können. Es sind nur noch 2 Sekunden. Ja, da bin ich dann dran in der 20. Runde. Mann. Aber Leclerc ist in Reichweite. Das sind nur 3 Sekunden nach vorne. Ach Mann. Oh. Was schon wieder gegen die Wand gefahren. Und die Kurve, da muss er unerwartet kommen. Genau. Oh. Kann ja keiner wissen. Ja, Schreier, ey. Fuck, Alter. Kann nach 17 Runden keiner wissen, dass da die Kurve kommt. Ja. Und? Das gibt's nicht. Was gibt's nicht? Ach, Josie kommt und ich schwätze mit ihr und fahre deswegen gegen die Wand, mach noch eine Abkürzung und ach ey. Nein, 3 Sekunden. Strafe. Du musst vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. Ah gut. Digga, die Rennleitung. Wir haben eine Zeitstrafe wegen. Erhalten. Ach, er sagt so, du darfst nicht abkürzen. Pass auf deinen Abkürzen auf, wir wollen keine Strafe kriegen, sagt er, nachdem ich eine Strafe gekriegt habe. Geil. Hey, da bist du doch. Wo ist denn dein Problem? Ja, Digga, mein Frontspur ist aber fast weg. Ja, scheiße, meiner ja auch was. Digga, es fängt gleich an zu pissen. Ja, 2 Runden, alles gut. Scheiße nicht ein, das halt mal aus. Also ich bin jetzt echt auch auf diesem dunkelorange. Also ich bin bei dunkelgelb. Ich bin dunkelorange hier, fast rot. Also ich bin dunkelgelb vorne rechts. Also ich bin eigentlich hellrot vorne rechts, ja. Bist hellrot vorne rechts. Dann haben wir wenigstens in all denselben Kurven die gleichen Chancen. Mhm. Nur, dass du das deutlich bessere Auto hast, lol. Ja, stimmt. Also, warum fahren die noch auf Softs? Haben die jemals auf Medium gewechselt? Die sind auf Medium gestartet, hatte ich gedacht. Nein, ich glaube, die sind alle auf Soft gestartet. Nee, Diggi. Dann echt fahren sie nicht? In der letzten Runde nochmal rein, so. Ja, weiß ich nicht. Das wäre nice für uns. Weil die Strategie war ganz komisch. Bremsen. Lol. Bei mir ganz oben hat er die Strategie mit 18 Runden Medium angezeigt. Hä? Und drunter so 3-mal Soft und 1-mal Medium, jeweils 4 Runden. Okay, na, so Strategie habe ich nicht bekommen. Ich hatte immer nur einen Stop. Ja, ich hatte keinen Stop und dann unten 4. Okay. Komm mit, Leclerc kriegen wir noch. Ja, ich habe 3 Sekunden Strafe, dann ist alles schon Arsch. Fürs Ego, einfach betteln. Bin auch für die Gefahr. Ja. Ich hab vor dir gebremst, hab dich fast abgeschossen. Ich hab's gesehen. Die gehen in die Box. Die fahren alle rein, oh mein Gott. Ja. Unsere Chance. Dominik, gib ihm. Gib ihm. Oh mein Gott. Alter, wenn jetzt nächste Runde die Führung reinfährt. Also die jetzt. Die Führenden. Boah, ich würde mich kaputt machen. Du hast es auf Platz 5 geschafft. Das heißt, ich bleib auf der Position mit meiner Strafe. Ja. Geil. Wenn wir uns jetzt nicht im Grund zum Boden betteln, dann bleibt der Abstand zu Corso. Teamkollege ist in der Boxengasse, Alter. Geil, sehr gut, dann gewinne ich auch die Rivalität gegen ihn. Für dieses Rennen zumindest. Als ob die das einfach gemacht haben, die gehen in die Box. Geiles Ding. Ist das geil? Geiles Ding.
Ey, und jetzt noch die führenden drei. Ja, das wäre geil. Ich würde mich kaputt lachen. Zumindest Alonso und Russell, weil Verstappen glaube ich nicht, weil der ist ja gar nicht in die Box gefahren gefühlt. Ja, stimmt. So, mal gucken, was die Kollegen jetzt machen. Verstappen fährt schon mal weiter, das heißt, der beendet das Rennen. LOL, disqualifiziert, weil ich in die Box gefahren. Wer? Verstappen, der ist gerade von der Karte verschwunden. Wie? Deswegen ist es auch gelbe Flagge und Alonso führt jetzt. LOL? LOL? Die haben ja voll einen Ferrari gemacht. Die haben die Reifen nicht gewechselt. Digga, Ferrari-Strategie. Russell auch weg. Wie geil ist das denn? Solange du gelbe Flaggen siehst. Alonso auch. Gott. Dominik! 1 und 2! Alter! Oh mein Gott, was eine Wendung! Geil! Yo! Nach so einem beschissenen Rennen haben wir noch alles rausgeholt! Krass! Weil die einfach sich verpokert haben. Ich finde das aber irgendwie auch ein Stückchen realistisch. Ja. Also, dass sie sich so verbaddeln, das passiert ja öfters. Ja. Gut, Edsel, dass sie jetzt keinen Stopp machen, das passiert jetzt eigentlich nicht. Ja. Aber dass die sich mal verhacken und dann deswegen fast letzter werden, das gibt's. Ja. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach an, wie es ist. Ja. Und nehmen unseren 1 und 2. Ist das unglaublich. Geil, Alter, das hätte ich nicht gedacht. Was mich jetzt noch so geärgert hat, oder was mich jetzt noch ärgert, ist halt, dass mich Perez hier noch abgeschossen hat. Ja. Und dann in die Box gefahren ist. Das heißt, wenn das nicht passiert wäre, hätten wir jetzt noch die letzten Runden komplett gekillt. Ja. Aber Digga, 1 und 2, Alter. Der Abstand zum Hintermann beträgt 19,9 Sekunden. Komm, wenigstens im Geiste will ich noch den ersten kriegen. Ja, mach keinen Scheiß, Alter. Oh! Ja, Mann, schön rausgeputscht, Alter. Und ja, Mann, das ist 1 und 2. Das gibt's ja gar nicht. Oh mein Gott. Yes, Dominik. Geil. Oh mein Gott. Yes. Oh. Herrlich, Asta. Ja. Yeah. Euphorie, Digga. Digga. Und Lance Stroll, Fahrer des Tages. Ja, verpiss dich. Wenn da Domme, Digga. Ja, echt so, Alter. Ohne Witz. Alter, was ein beeindruckend. Alter, was ein krankes Rennen. Oh mein Gott. Jetzt Podium gucken, komm. Ja. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Ja, Mann, da ist er. Und ich bin auf Platz 2. Ja, Mann. Woo! Dominik. Geil, sehr gut. Glückwunsch. Ja, ebenso, guck dein Pokal an. Digi. Was eine Wendung für Alpine und Alfa Romeo. Yes. Nicer Pokal. Sie haben sich heute Dankeschön. In die Top-Teams hochgearbeitet. So, weiter. Geil, Alter. Geiles Ding. Trotz Strafe. So, was sagt die Rangliste? Dominik einfach 8. Woo! Nice. Nicht 10. Geil, da haben wir mal schön Punkte geholt fürs Team. Ja, das ist doch wichtig. Was war die schnellste Runde von Bottas? Will ich noch kurz wissen, 1,34,3 war meine und Bottas 1,34,7, yes! Rivalität gewonnen, dieses Rennen. Ha! Den Typ brauche ich noch in der Pfeife. Kann sich warm anziehen. 5 Pluspunkte, er nur ein. Sehr ich 4, er 3. Obwohl er überall rot hat, kriegt er einen Pluspunkt. Hä? Ah, gut, Rennen beendet, ne? Nee, er wurde disqualifiziert. Er hat das Rennen nicht gemacht. Hä? Weil er wahrscheinlich auch nicht in die Box ist. Geil, kann öfter so passieren. Ja, würde ich feiern. Ja. Und dem versehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.